Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und wie ihr sehen könnt, gibt es heute die zweite Gönnergy-Sorte, nämlich Sweet Lemon, wie ich es versprochen habe. Es ist das gleiche Design, nur in grün gehalten mit einer Zitrone, Limette und Süßigkeiten dazu. Ansonsten haben wir wieder die Inhaltsangabe mit 0 Gramm Zucker und mit Zitrusgeschmack und standardmäßigen Inhalten für Energies. Ja, was ich bei der letzten Dose nicht gesagt habe, ist, dass ich die zwei Sorten hier, also die da hinten, die ich letztens getestet habe und einmal jetzt die hier, dass ich die bei Kaufland gefunden habe. Andere haben die jetzt schon bei Rewe gefunden, was ich nicht habe. Aber vielleicht ist es ja jetzt bei Rewe auch vorhanden bei mir. Dieser Gönnergy sieht aus wie der Bullet Energy Lemon. Und ich bin auch jetzt mal gespannt, ob es einfach genauso schmecken wird, weil das wäre schon lustig. Also dieser Gönnergy schmeckt, hat schon eine Ähnlichkeit mit dem Lemon Bullet Energy, ja. Aber ich würde schon behaupten, dass der hier mehr nach Limette oder allgemein die Zitrus schmeckt, was der andere zu penetrant dann war wiederum. Also an sich feiere ich jetzt den Gönnergy hier drüben, den es vor 2 Tagen gab. Auch jetzt oben rechts hier, ja, da verlinkt. Den hier feiere ich noch mehr. Und bei dem da habe ich ja gesagt, das wäre eine 4 von 5 so. Ja, und ich würde den hier bei 3,5 einstufen, weil ich glaube, auf Dauer sowas zu trinken wäre einfach, weiß ich nicht, ob ich mich da mit zurechtgeben würde. Also zum Fazit, der Energy, der schmeckt auf jeden Fall. Er ist nicht zu süß, er ist nicht bitter, nicht sauer, irgendwie sowas. Er schmeckt nach dem, was es halt versprochen wird, war, es ist halt der Zitrusgeschmack und es ist nicht penetrant. Und in 2 Tagen wird es dann auch den Effekt Wassermelone endlich geben, den ich endlich gefunden habe, der da hinten noch steht. Und dann darauf, in 2 Tagen, sollte es den letzten Gönnergy geben, wenn ich den hier bei mir endlich finde. Wenn ihr noch anderen Energy euch wünscht, den ich mal trinken soll, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Muss aber jetzt auch nicht sein. Es reicht, wenn ihr das Video schaut. Und damit würde ich mich auch verabschieden. Bis zum nächsten Mal.